Hallo und willkommen auf Osada. Ich, der Baden-Farmer, darf euch wieder mal recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge, zur zweiten auf unserer neuen Map Osada. So, in der letzten Folge habe ich ja hier unseren Hof gebaut. Den schauen wir uns mal ganz kurz nochmal von oben an. So, mit dem, ich glaube, hessischen Hofpack. Und die Basis... Einrichtungen habe ich platziert, das Haus, den Silo, den Kuhstall. Dann habe ich für kontinuierliche Einnahmen ein kleines Gewächshaus hier hingestellt und Hühner, das Silo hier zum Fermentieren von Gras und damit wir Silage bekommen und noch einen kleinen Unterstand. Ja, und 47.000 Euro haben wir jetzt noch ein bisschen übrig und das brauchen wir zum Wirtschaften. Das heißt also, soweit lassen wir es erstmal gut sein, was den Ausbau des Hofes angeht. Und werden alles andere später noch machen und da hinten auch, vor allen Dingen da hinten werden wir das Ganze dann auch noch erweitern. Da haben wir noch Platz, da wird noch bestimmt das ein oder andere kommen und das Feld da hinten dran bietet sich ja auch an. So, die Gerätschaften habe ich auch mittlerweile alle hier hochgebracht zum Hof. Und auch die ersten Tiere, damit wir zumindest schon mal einen Anfang haben, habe ich auch schon gekauft und zumindest mal die Grundversorgung sichergestellt. Ja, also, was ich auch gekauft habe, ist dieser John Deere, der war im Gebrauchtwarenmarkt oder im Gebrauchthändler zu bekommen und deswegen habe ich da auch gleich zugegriffen, damit wir einen etwas leistungsstarkeren Trecker auch hier für den Hof haben zum Einsehen. Zum Beispiel, weil hier der Zetor, der ist jetzt glaube ich gerade so bei 75 PS, der ist ganz okay hier für die Gerätschaften, die wir brauchen für die Grasbewirtschaftung hier mit dem Wender, mit dem Schwader und den Striegel. Und der Striegel kommt auch hier jetzt wieder zum Einsatz, weil wir hier diese Map nicht spielen mit Precision Farming und somit also ganz normal Düngestufen. Und mit dem Striegel wird dann auch eine Düngestufe hier auf dem Grasfeld bekommen. So, und was auch noch wichtig ist, wir spielen auch ohne Jahreszeiten. Wir bleiben also hier im August. Hat den einfachen Grund, weil der Spiel oder wir spielen hier auf ganz schwer als neuer Farmer sozusagen, beziehungsweise bei Null beginnen. Deswegen haben wir auch hier schon ein kräftiges Minus, was unseren Kredit angeht mit 300.000. Also wir müssen wirklich ein bisschen aufs Geld achten und deswegen können wir es auch nicht so rauspulvern. Die wichtigsten Gerätschaften habe ich also erstmal angeschafft, damit wir beginnen können. Und deswegen werden wir auch hier die Kühe erstmal am Anfang nicht mit Silage, beziehungsweise mit Mischration mit Kraftfutter, na, TMR, so ist es richtig, füttern, sondern erstmal nur mit Heu, das bringt uns 80%. Schauen wir mal, also hier mit Heu ist 80%, die 100%. Also die 20% werden wir erstmal am Anfang ein bisschen vernachlässigen, denn uns fehlt noch der Stroh, das Stroh und uns fehlte eben auch ein Mischwagen und auf die Sache wollen wir erstmal verzichten. Was die Felder angeht, gucken wir mal hier ganz kurz auf die Karte. Habe ich hier das Feld 37 gekauft. Da ist Soja, wenn ich richtig weiß, drauf. Und das ist noch im Wachstum, also das dauert noch ein bisschen. Und wir haben hier zwei Grasfelder mit 48, 47. Und hier werden wir jetzt auch dann gleich einsteigen. 48 habe ich bereits abgeerntet. Das ist schon wieder, wächst schon wieder nach. Das 47er werden wir jetzt nochmal ernten und Heu machen. Und anschließend werden wir, wie ihr seht, müssen die Felder gepflügt werden, werde ich das 47er jetzt erstmal pflügen und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Also das heißt, wir gehen in unseren Johnny und werden jetzt erstmal mit dem Mähen beginnen und erstmal hier, so, da müssten wir rumkommen, das Mähwerk erstmal uns schnappen. Okay. Und mit dem Zetor, da können wir dann eben die restlichen Aufgaben erledigen. So, den Ladenwagen, den kleinen, den packen wir uns jetzt hier rein. So rum. Ja, schön schnucklig. Aber eben auch ein bisschen herausfordernd. Das wollte ich jetzt auch auf dieser Map haben. Ein bisschen die Herausforderung, mal wirklich hier mit dem schweren Spielstand anzufangen, um mal zu sehen, wie weit wir hier dann auch wirklich kommen. So, deswegen eben auch die Jahreszeiten erstmal rausgenommen, damit wir häufiger auf jeden Fall ernten können und so zumindest am Anfang mal hoffentlich ein bisschen Geld hereinkommt. So.
Am Anfang musste ich auch auf ein Mähwerk, das Schwartfunktion hat, verzichten. Und auch auf ein Schmetterlings, ich glaube so heißt es, Schmetterlingsmähwerk für die hintere Kupplung. Aber nun gut, sei es drum, wir fangen schön klein an und dann werden wir Stück für Stück die entsprechenden Gerätschaften dann austauschen. So ist jedenfalls der Plan. So, den Rest habe ich ja alles mit hier hochgeholt, einiges habe ich bereits verkauft, sodass wir zumindest jetzt mal für den Anfang optimiert sind, was die Geräte angeht. Yep. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe den Verkehr ausgeschaltet, weil mit dem Drescher war das jetzt nicht ganz so einfach. Wir schauen mal. Yep, machen wir wieder rein. So. Gut. Ja, die Map gefällt mir richtig gut. Schön, vor allen Dingen auch schön hell. Das Licht finde ich ganz gut. Und so, ein Blick. Ah, da ist ja das Feld. Und mal was anderes zu Neubartelshagen. Eigentlich wollte ich ja mit Untergräbach beginnen. Aber ich habe mir gedacht, auch eine schöne Map können wir mal antesten. So, dann klappen wir hier aus. Und da geht's auch schon los. Yep, dann machen wir hier ein Vorgewende. So, und das Feld nebendran, wie ihr seht, das haben wir schon abgeerntet, ist auch bereits gestriegelt, somit also die Düngestufe bei 100%. Ohne Precision Farming geht das. Und das Feld werden wir dann auch wachsen lassen. Und das Feld hier werden wir, wenn wir es abgeerntet haben, pflügen. So. Dann lassen wir hier jetzt den Helfer arbeiten. Und gehen hier zu unserem Zetor. Zetor, Zetor. So. Heu. So. Na, ich hätte ja gerne die Nummer größer von dem Trecker mit, ich glaube, 107 PS. Der hier hat ja gerade mal 75 und der nächstgrößere hätte auch, das müssen wir uns nämlich auch echt überlegen, der nächstgrößere hätte eben auch für den Frontlader den Anbau. Das haben wir hier leider nicht die Möglichkeit. Hier können wir lediglich nur das Frontgewicht hinzufügen und auch mit den PS, mit der Motorleistung sind wir hier begrenzt eben auf die 75 PS. So, rechts ist unser Feld mit dem Soja und wenn wir das abgeerntet haben, machen wir dann entweder Getreide oder Weizen drauf. Und damit wir nämlich zu unserem ersten Stroh kommen. Ansonsten müssen wir hier auf dieser Map mit Sicherheit erstmal am Anfang sehr, sehr viele Aufträge annehmen und abarbeiten, damit wir überhaupt ein bisschen Geld hereinbekommen. So. Und ausklappen. So. Bei dem Gerät haben wir dann schon eine ordentliche Arbeitsbreite. Ich glaube 8,40 Meter. Und auch hier werden wir einmal rumfahren. Ja, hier unten im Tal hat es jede Menge Grasfelder, einen kleinen Bachlauf und hier links drüben bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich auch als Baugelände gedacht ist, aber da hat es jede Menge ja, Wasserstellen, also es ist so ein bisschen so ein Feuchtgebiet, also ich glaube, das würde nicht funktionieren. So,
Ja, viele kleine, schmale, aber langgezogene Felder hier auf der Map. Finde ich sehr schick. Bietet sich natürlich dann auch an später, wenn man ein bisschen größere Maschinen hat, das Ganze dann zusammenzulegen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Okay. So. Dann wenden und ablassen. Ja, diese Map habe ich mir rausgesucht, so ein bisschen als Gegenpol zu unserer Neubattelsagen. Ja, da hat es jetzt längere Zeit keine Folgen gegeben. Aber die Map selber habe ich noch ein bisschen weitergespielt. Gab mal wieder das eine oder andere kleine technische Problem. Aber ich habe auf jeden Fall die Map noch fortgeführt und ich werde da auch wieder demnächst Folgen zeigen. Da geht es richtig gut vorwärts. Dort haben wir auch mittlerweile ein weiteres großes Feld hinzugekauft. Ja, und läuft ganz gut und eigentlich auch der Hofbau ist soweit abgeschlossen. Jetzt auf dieser Map, klar, da sind wir erst am Anfang, was den Hof angeht. Da werden wir dann im Laufe der Zeit mit Sicherheit den Hof erweitern und natürlich auch ein bisschen verschönern, dekorieren. Aber ihr seht es ja selber, im Moment fehlt uns ein bisschen das Geld, denn wir brauchen unbedingt noch einen Dünge- und Kalkstreuer. Denn die Felder müssen ja auch gekalkt und gedüngt werden und das ist jetzt noch eine Maschine, ein Gerät, das uns hier fehlt. Ja, na wie schon erwähnt, also der Traktor ist jetzt nicht so leistungsstark, ist ein schöner Hoftraktor, fehlt aber leider die Möglichkeit für den Frontlader. Aber hier so als für den Grasschnitt und für die Arbeiten auf dem Grasfeld ist er also sehr gut geeignet. So, oh je, was macht denn der Johnny da? Nicht, dass der uns hier im Bach noch absäuft. Ich glaube, da werden wir jetzt gleich selbst noch ein bisschen Hand anlegen müssen. So. Zack. Okay. So. Oh, 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 oh. Okay. Und schauen, ob wir da noch rauskommen. Da haben wir uns festgefahren. So. Okay, dann hängen wir mal hinten ab. Na, drückt er uns hoch? Ja, Glück gehabt. Okay. Na, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier mit den Feldern. Die sind doch ein kleines bisschen tricky. Und ich glaube, mit einem Vorgewende, das reicht dann gar nicht. So, hoch. So, vorne noch anheben. Und dann machen wir hier noch eine Bahn. Und dann ist der hier erstmal soweit fertig. Und dann können wir noch das Gras fertig wenden. Okay. Gut. Und einklappen. So, dann bringen wir den hier erstmal wieder auf den Hof. Und mit dem werden wir dann später mit dem Ladewagen das ganze Heu einsammeln. So, okay. Links kommt noch was. Ja, war ja klar. Ja, wie gesagt, der Zetor mit 75 PS. Ich habe ja hier einen großen
Wasser- oder Flüssigkeitsanhänger besorgt mit 10.000 Liter und da muss er schon ganz schön kämpfen, um hier hochzukommen und schaltet sich kräftig auch durch die verschiedenen Getriebestufen. Ja, hier der John Deere, der hat glaube ich 180, der müsste irgendwas um die 180 PS haben, also genau das Richtige dann hier für die Arbeiten auf dem Feld, wenn es ums Säen und Grubbern und so weiter geht. So. Dann packen wir das hier jetzt erstmal rein. Ups. Okay. Na. Und abgelegt. So, ich merke gerade, ich glaube, ein Gewicht habe ich noch gar nicht gekauft für den Johnny. Ups. Gut. Und dann hängen wir den hier nochmal an. So, und dann machen wir mit dem hier noch das Feld schnell fertig. Ja, sehr schön. Ja, an der Stelle darf ich mich auch recht herzlich bei euch bedanken. Also für das Feedback in den letzten Tagen hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und wenn euch hier diese neue Map gefällt, wenn ihr mit dabei sein wollt hier bei der Entwicklung dieser neuen Map, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht mir ein Abo dalasst und vielleicht auch ein Däumchen. So, während ich jetzt mit dem hier zurückfahre und den Schwader hole, sage ich recht schönen Dank fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ich sage Tschüss, der Bahnfarmer.